Jo Leute, was geht ab? Ich bin's, Enrico Italia. In diesem Video soll es mal darum geht, ob man Trevors Grab finden kann. Denn man kann ja in GTA 5 Trevor umbringen. Und falls ihr noch sehr viel Geld in GTA 5 benötigt, könnt ihr auf jeden Fall in die Videoschreibung vorbeischauen oder auch im Black Ops 3 Underground ist alles zur Verfügung. Und wie immer, der erste Kommentar ist hier eine 20 Euro Amazon-Gutscheinkarte. Das heißt, wenn ihr gleich abstauben wollt, müsst ihr nichts weiter tun, außer ganz schnell in die Kommentare reinzuschauen, denn da ist der Amazon-Gutscheincode. Ganz einfach. Und ich würde es einfach mal sofort an mit diesem Video, und zwar in GTA 5 gibt es ja die letzte Mission, wo man auch Trevor umbringen muss. Und ja Leute, ich weiß, in letzter Zeit habe ich sehr oft was mit Trevor getan, aber das ist einfach nur daran, da man mit Trevor einfach sehr viel machen kann. Und falls ihr das letzte Video nicht angeschaut habt, könnt ihr einfach mal auf das i klicken, da kommt ihr zu diesem Video, und zwar ob es einen Geist mit Trevor gibt in GTA 5. Und ich würde sagen, wir müssen erstmal die Story komplett wieder neu spielen, aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht jede einzelne Mission hier zeigen, was man alles machen muss. Denn in GTA 5, um Trevor zu töten, muss man den Story-Modus eigentlich komplett neu machen. Zum Glück habe ich aber im letzten Video ein Save gemacht, das heißt, ich kann jetzt nochmal auswählen, ob man Trevor töten will oder Michael oder Plan C. Und ich habe mich jetzt in dem Fall wieder für Trevor entschieden, denn wir wollen ja wissen, wo Trevor dann beerdigt wird, wie es eigentlich aussieht, und vielleicht mache ich nochmal ein Video, ob man einen Trevor auch retten kann. Ich finde wirklich, Trevor zu töten ist mit das Schlimmste, was man eigentlich in GTA 5 machen kann, da es nicht wirklich schön ist, es ist sehr brutal und es macht auf jeden Fall nicht viel Spaß, wenn man sieht, dass sein Lieblingscharakter eigentlich stirbt. Das ist auf jeden Fall ziemlich mies, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass man vielleicht den einen oder anderen Charakter wieder in GTA 6 sehen wird. Jedenfalls seht ihr auch gerade im Hintergrund, dass ich jetzt Trevor umgebracht habe, dass er nicht mehr unter uns weit, was ein bisschen schade ist, aber jetzt werden wir mal schauen, ob wir in GTA 5 sein Grab finden. Denn wir haben auch in GTA 5 mehrere Friedhöfe, zum Beispiel einen in der Stadt, dann noch einen in Sandy Shores und noch einen in North Yankton. Also insgesamt drei Friedhöfe, daran kann ich mich noch erinnern. Und da werden wir einfach mal jetzt schauen, ob da irgendwo Trevors Grabstein ist, ob wir ihn irgendwo finden können oder vielleicht irgendein anderes Easter Egg. Und ich kann euch so viel schon verraten, ja Leute, es gibt Easter Eggs bei den ganzen Friedhöfen und ein paar werde ich euch vorstellen, sind auf jeden Fall ziemlich nice. Jedenfalls seht ihr schon, dass wir beim Friedhof angekommen sind und wir durchsuchen jetzt einfach mal den kompletten Friedhof. Let's go! But I already played this, not interested. Open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow. War jetzt nicht die größte Timelapse, aber ihr seht im Hintergrund auch, dass da auch zum Beispiel Grabsteine sind, die irgendwie umgedreht sind. Also keine Ahnung, was sich da bei Rockstar gedacht hat. Vielleicht auch ein Ding für IDZOG und logische Dinge. Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Aber ihr seht im Hintergrund auch, dass auf diesen Grabsteinen auch Namen sind, beziehungsweise auch Schriften, wie zum Beispiel Rest in Pieces, was jetzt heißt, ja, Ruhe in Stücken, was jetzt okay. Da muss man schon sagen, Rockstar hat wirklich einen sehr schwarzen Humor. Aber klar, der eine oder andere feiert es. Ich finde es auf jeden Fall auch ziemlich lustig. Man sieht auch im Hintergrund, dass da sehr viele Grabsteine sind. Manchmal wiederholen die sich auch, aber es gibt auch immer wieder verschiedene, wie zum Beispiel große oder auch kleine oder auch welche, wo man gar nicht sehen kann, was da eigentlich dahinter ist. Was wir aber alles noch bei diesem Friedhof finden werden, ist wirklich nicht mehr normal. Ich würde auf jeden Fall sagen, bis gleich. Jetzt mal ohne Flachs, ne? Was ist los mit euch? Rockstar Games, das ist ein Friedhof, das ist nicht irgendwie ein Spielplatz, wo man da Experimente machen kann. Da müssen die Sachen schon wirklich richtig sein und nach der Ordnung sein, aber nicht sowas, das will ich nicht mehr sehen. Also ich will auf jeden Fall nicht beerdigt werden. Jedenfalls kann ich es verstehen, wenn Trevor da nicht beerdigt werden will, wenn da so eine schlampige Arbeit gemacht wird von Rockstar Games. Aber ihr wisst Bescheid, ich mag Rockstar Games, gute Firma auf jeden Fall. Jedenfalls seht ihr auch im Hintergrund, was ich meine mit diesen Steinen. Bei manchen steht gar nichts drauf, bei manchen aber wieder was anderes. Und vielleicht seht ihr auch das ein oder andere Easter Egg gleich. So wäre ziemlich spannend hier, was man alles findet. Die komplette rechte Friedhofsseite haben wir jetzt durchsucht, ob wir da irgendwo Trevors Grabstein, irgendwo Trevors Beerdigung, irgendwelche Indizien dafür finden. Bis jetzt haben wir aber nichts wirklich Gravierendes entdeckt, aber vielleicht werden wir noch was finden bei diesen Grabstätten. Vielleicht finden wir doch was, was vielleicht nicht jeder GTA-Spieler schon mal gesehen hat. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es in GTA 5 auch noch eine Beerdigung gab, nämlich ganz am Anfang von der Story-Modus, wo Michael auch eingeführt wurde. Nämlich dort wurde ja Michael eigentlich beerdigt, aber das war so eine falsche Beerdigung. Von daher kann man vielleicht von einem kleinen Easter Egg ausgehen, wo vielleicht auch Trevor dann eingebuddelt wird, beziehungsweise wo er dann vergraben ist, falls man dann auch Trevor erledigt hat und dass dann erst dieses Easter Egg freigeschalten wird. Ich suche also weiter Stückchen für Stückchen und es sieht ganz gut aus.
Nach ca. 20 Minuten ist uns aufgefallen, nämlich diese komische Grabstätte. Ihr seht auch im Hintergrund auch, dass eine Schaufel ist, eine Schubkarre, aber kein Grabstein. Das ist nichts anderes. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich dazu mal ein Mythenvideo gemacht habe. Nämlich ist das ein Geist. Das ist wirklich ein Geist, den könnt ihr auch hören, wenn ihr dort um 2 oder 3 Uhr nachts hingeht. Und nein, das hat nichts mit dieser 3 Uhr nachts Challenge zu tun. Das sind einfach Dinge, die um 3 Uhr nachts in GTA 5 passieren. Es gab schon vor dieser Challenge, ich habe auch schon vor dieser Challenge die ganzen Videos hochgeladen, weil das einfach so in GTA 5 Fakt ist. Aber ihr seht auch im Hintergrund auch, dass wir einfach weitergehen und es gibt wirklich sehr, sehr schöne Grabstätten in GTA 5, muss ich einfach mal so sagen. Und das Interessante bei diesen Grabstätten ist auch, dass nicht bei jedem Grabstein irgendwelche Blumen sind, sondern nur bei manchen, was ziemlich interessant ist. Ja, die unlogischen Dinge in GTA 5, die nehmen kein Ende mehr. Das ist wirklich insane. Also bei dem Friedhof findet man so viel unlogische Dinge. Klar, passieren mal Fehler bei so vielen Grabsteinen. Aber ich meine, wenn man GTA 5 rausbringt, dann guckt man doch einfach nochmal alles durch, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht Rockstar Games könnte mir das irgendwie erklären, warum dieser Grabstein falsch rum ist und warum man da eigentlich gar nicht lesen kann, wer da eigentlich beerdigt wurde. Vielleicht ist es aber auch extra gemacht worden, weil da vielleicht irgendwo Trevor beerdigt wurde und somit das kein Mensch sehen kann. Wer weiß, das Mysterium. Ich habe euch bei diesem Video auch versprochen, dass ich euch auch Easter Eggs zeige, die euch beim Friedhof passieren. Und wenn ihr auch mal in den Stadtfriedhof hingeht um ca. 12 Uhr mittags mit zum Beispiel Trevor oder auch Michael, je nachdem könnt ihr mit irgendeinem Charakter hingehen, werdet ihr folgende Szene finden. Nämlich ein kleiner süßer Hund wird unscheinbar den Friedhof entlanglaufen. Erstmal werdet ihr vielleicht denken, okay, er läuft ganz normal rum, ohne Härchen, ist ein bisschen komisch. Aber wenn ihr dann mal diesen Hund eine gewisse Zeit lang folgt und dann mal schaut, was dann passiert, dann werdet ihr feststellen, dass es nicht normal ist. Dieser Hund, er vermisst nämlich jemanden. Dieser Hund vermisst nämlich sein Herrchen und dieser Hund hat auch einen Namen. Der Name dieses Hundes heißt Bobby und er ist sehr bekannt. Denn Rockstar Games hat dieses Easter Egg von einer wahren Geschichte übernommen und hat das Ganze in GTA 5 reinimplementiert. Deswegen kommt Bobby jeden Tag um dieselbe Uhrzeit zu dem Grab von seinem Herrchen. Und ist es nicht ein Zufall, dass auch Rockstar Games North in Schottland ist? Ich finde es auf jeden Fall rührend, dass Rockstar Games so ein süßes Easter Egg in GTA 5 mit einbaut. Aber trotzdem haben wir unseren Plan zu folgen, denn wir müssen Trevors Grab finden. Wir müssen einfach schauen, wo er beerdigt wurde. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir noch den letzten Punkt von diesem Friedhof durch. Und nachher schauen wir auch mit dem Augsburger gehen in jedes geschlossene Grab rein. Zum Beispiel in Gräber, wo man eigentlich gar nicht reinschauen kann. So wie es auch gerade im Hintergrund zum Beispiel seht. Aber so wie es aussieht, sind wir nicht die einzigen Besucher bei diesem Friedhof, denn auch normale NPCs kommen zum Friedhof hin, besuchen dann auch ihre verstorbenen Freunde oder Verwandte, was echt schon krank ist. Finde ich echt ein krankes Feature, was Rockstar Games da eingebaut hat. Aber jedenfalls seht ihr auch, dass auch im Hinterbereich von diesem Friedhof nichts wirklich was zu sehen ist. Man sieht halt ganz normal die Grabstätte und ich bin auch sehr gespannt, ob auch in Northampton oder auch in anderen Friedhöfen die gleichen Grabsteine sind. So you don't know what you're doing. And the walls are closing in. Just remember where we're going. And remember where we've been. We can't breathe underwater. Nothing can hurt us anymore. And as long as we're together.
noch den dritten Bereich von diesem Friedhof haben wir jetzt komplett durchsucht. Ich bin jeden einzelnen Grabstein durchgegangen, habe wirklich alles durchsucht, ob man da irgendwelche Indizien dafür finden kann. Aber bis jetzt bin ich nicht erfolgreich fündig geworden, was echt schon schade ist. Deswegen werde ich jetzt meine letzte Waffe auspacken bei diesem Friedhof und werde jetzt schauen, ob in diesen Grabstätten irgendwas drin ist, ob unter der Map irgendwas ist. Und ja, es ist unter der Map was. Das seht ihr auch gerade im Hintergrund, nämlich dieser kleine schwarze Würfel. Falls ihr euch jetzt fragt, hey, wie ist da so ein kleiner schwarzer Würfel? Was hat das denn jetzt mit Trevors Grab zu tun? Was ist es denn? Das Ganze ist eine kleine Cutscene-Sequenz. Das heißt, wenn Roxanne irgendwo eine Cutscene hat, zum Beispiel wenn irgendwo ein Gebäude zusammenfällt oder wenn irgendwo was passiert, dann kommt da so ein kleiner Würfel hin. Das speichert sozusagen diese Cutscene und das hat Roxanne einfach eingebaut, wo diese Cutscenes sind. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass bei diesem Friedhof noch irgendetwas ist. Da könnt ihr sogar Roxanne fragen, selbst die werden das so beantworten. Und das ist wirklich so. Es kann natürlich sein, dass dieser Würfel einfach nur für diesen kleinen Hund da ist, den ich euch am Anfang von diesem Video vorgestellt habe, aber das bezweifle ich irgendwie, da das keine Cutscene ist, sondern einfach nur ein ganz normaler NPC-Hund. Ebenfalls habe ich am Anfang des Videos gesagt, dass es noch weitere Friedhöfe in GTA 5 auf der Karte gibt, wie zum Beispiel auch einen in Sandy Shores bzw. ganz oben in GTA 5 für San Andreas, und da sehen wir auch zum Beispiel weitere Grabsteine, aber die sehen anders aus als die in der Stadt. Finde ich auf jeden Fall ein cooles Detail, was Roxanne auch wieder mit eingebaut hat, und hier werden wir jetzt auch mal schauen, ob wir da irgendwo Trevors Grabstätte finden können, denn es macht irgendwie mehr Sinn, wenn er natürlich auch da oben begraben wird, denn er lebt ja eigentlich auch in Sandy Shores. Deswegen würde es auf jeden Fall mehr Sinn ergeben. Und wir finden dort zum Beispiel auch ein Grab, das ziemlich neu aussieht, aber es sieht nicht nach Trevor aus. Also man sieht hier keine Schrift oder sonstiges. Und ich habe mich dann gefragt, kann man da zum Beispiel mit dem Objektsmüller durchgehen? Kann man unter der Map irgendwas Spannendes finden oder irgendeine Grabstätte? Und nope, Leute, auch unter dieser Map findet man gar nichts, obwohl es hier auch ein schwarzes Loch gibt, was ihr auch im Allermodus mal finden könnt. Da gab es mal so einen Glitch, finde ich auf jeden Fall ziemlich nice. Jedenfalls back to the topic. Nein, dort ist auch nicht Trevors Grabstätte. Da bleibt nur noch eine Option übrig, nämlich North Yankton. Wenn wir in North Yankton nichts finden, dann können wir hundertprozentig sagen, dass es in GTA 5 San Andreas keine Grabstätte für Trevor gibt, für Trevor Phillips. Bei diesem Grabstein in North Yankton fällt sofort auf, dass da auf jeden Fall viel Schnee drauf liegt, aber dass auch echte Namen drauf sind. Ihr habt dort zum Beispiel auch echte Namen gesehen bei diesen ganzen Grabsteinen, was echt schon krass ist. Ich weiß nicht, ob das Roxanne's Mitarbeiter sind. Das ist mir eigentlich noch nie so aufgefallen. Aber ihr seht ja zum Beispiel auch hier im Hintergrund so ein ganz komisches Grab, was auch eingeschneit ist, zugeschneit ist, und da steht einfach drauf Robert Davidson. Und ich weiß nicht, ob Robert Davidson irgendein Mitarbeiter von Roxanne's war, aber das ist verdammt weird auf jeden Fall. Dann gibt es ja noch einen kleinen, unscheinbaren Obelix. Ja, richtig, es gibt einen Obelix in GTA 5. Und das dachte ich, niemals gibt es einen Obelix in GTA 5, aber er sitzt im Hintergrund, es gibt diesen Obelix und da steht auch was drauf. Zuerst dachte ich, okay, könnte ein kleines Easter Egg sein, aber da steht irgendwie Callland, also keine Ahnung, was das Ganze bedeuten soll. Vielleicht wisst ihr da auf jeden Fall mehr. Ich habe da wirklich keinen Schimmer, was das Ganze sein soll. Aber in North Yankton gibt es eh so viel Rätsel, da blickt kein Mensch mehr durch. Und zum Schluss natürlich das große Finale, das Grab von Michael Towney, oder besser gesagt Brad. Denn ja, Leute, hier wurde Brad beerdigt, falls ihr den Story-Modus nicht gespielt habt. Hier wurde eigentlich Brad beerdigt und nicht Michael Towney. Und Michael Towney, falls ihr euch fragt, wer das eigentlich sein sollte, Michael Towney ist Michael DeSanta. Denn Michael DeSanta oder auch Michael Towney, wie auch immer, war in diesem Zeugenschutzprogramm drin und kein Mensch durfte eigentlich wissen, dass er noch lebt. Zum Schluss habe ich mir nochmal die Mühe gemacht, einfach mit dem Objektspooner irgendwo reinzugehen und schauen, ob da irgendwas noch zu finden ist, ob man da irgendwie nochmal einen Zusammenhang finden kann von Trevor oder sonstiges. Aber nein, Leute, es gibt hier wirklich keinen einzigen Grabstein, der irgendwie Trevor-ähnlich aussieht, wo halt die Schrift von Trevor draufsteht oder irgendwas anderes oder zum Beispiel auch Judas. Denn die letzte Mission, wo man auch Trevor töten muss, heißt Judas. Also wenn ihr irgendwas gefunden habt mit Judas oder so, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht habe ich auch was übersehen, kann natürlich auch sein. Aber ich würde sagen, was ihr auf jeden Fall nicht übersehen solltet, ist der Unlock All in GTA 5 oder auch Black Ops 3. Falls ihr euch einen gönnen wollt, könnt ihr auf jeden Fall die Videos dran vorbeischauen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich noch an der lieben Endcard. Bis gleich, haut's rein, schönen Tag noch. So, meine Freunde, willkommen bei der Endcard. Hier hat man die Möglichkeit, andere Videos anzuschauen oder auch zu abonnieren. Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Jedes Mal das Gleiche. Würde ich mal sagen, viel Spaß mit der Endcard. Die ist auf jeden Fall schön schwarz gemacht worden. Wirklich
feinste Schwarz gibt es nur einmal auf der Welt. Ich bin raus, haut rein, bis zum nächsten Video. Tschüss!